Hallo meine Freunde, heute bekommt dieser hübsche Ford Ka, ihr kennt ihn ja schon von früheren Filmen, eine neue Wasserpumpe, Zahnriemen und Keilrippenriemen. Der Motor ist ja baugleich zu vielen Motoren von Fiat, das heißt die Anleitung könnt ihr auch für den Fiat 500 oder für den Fiat Panda benutzen, solange es der 1,2 Liter Motor ist. Der Zahnriemenwechsel wäre eigentlich ganz einfach, weil das ist ein 8-Ventil-Motor. Jetzt haben wir nur ein Problem. Die Motorstütze geht durch den Zahnriemen durch. Das heißt, wir müssen den Motor an einem Haken aufhängen und dann können wir erst arbeiten. Zusätzlich ist die Kurbelwelle so nah am Rathaus da unten, dass wir auch noch das Rad abnehmen und die Rathausschale demontieren. Bevor wir mit den Arbeiten anfangen, weil wir auch ein paar elektrische Verbindungen trennen, machen wir die Batterie weg. Die Batterie hat so einen cleveren Schnellverschluss, da müsst ihr nur hier unten drauf drücken und dann schnallt der ganze Pol hoch. Jetzt müsst ihr dafür Sorge tragen, dass die auf keinen Fall drankommt. Das heißt, den hängen wir da hinten so ein, dann passiert da nichts. Bevor wir aufbogen, machen wir die Radmuttern lose. Nur lösen, nicht ausschrauben. Bevor wir hochbogen, kommen hinten Keile drunter, auf beiden Seiten ist am besten. So. Hoch genug, können wir das Rad abnehmen. Und dann könnt ihr das Rädchen wegnehmen. Da wir nachher den Motor aufhängen, muss das Fahrzeug ziemlich waagrecht stehen. Deswegen muss ich die Seite jetzt genauso weit ablassen, wie sie normal stehen würde. Ich habe mir jetzt ein entsprechendes Stück Holz gesucht. Jetzt steht er hier. Nicht mehr auf dem Wagenheber, sondern auf dem Stück Holz. Und wenn er schaut, steht er ziemlich waagrecht. Ein Tick rechts höher ist nicht falsch. Im Rathaus demontieren wir erstmal diese Verkleidung. Die erste haben wir mal. Dann geht es weiter mit der zweiten. Waren wahrscheinlich aber auch noch nie auf. Die dritte Schraube sitzt hier hinterm Bremsschlauch. Problem ist jetzt aber, sind nicht nur die drei Schrauben, sondern da hinten sitzt noch eine im Eck und deshalb muss erstmal die Kotflügelverkleidung hier zumindest lose gemacht werden. Der Kotflügel hat hier eine Schraube. Dann sitzt da oben eine. Hier unten ist noch eine. Kann man die Verkleidung so weit zurückziehen, dass man hier auch in die letzte Schraube kommt. Und da hinten kommt die letzte Schraube raus. So, mit ein bisschen Fummel und da oben rein geht sie dann auch raus. Als nächstes machen wir den Keilrippenriemen lose. Die Lichtmaschine hat drei Schrauben. Wir fangen mit der Halteschraube an. So, lose reicht. So, jetzt kommen die zwei Schrauben an den Schlitzen, also die. Die obere Schraube kriegt er am besten auf, wenn er von beiden Richtungen arbeitet. An die letzte Schraube kommt er wieder von oben dran. Das wird schon nachgegeben. Wenn sie mal los ist, geht es auch hier mit der Ratsche weiter. Jetzt ist die ganze Lichtmaschine variabel. Dann machen wir sie hier ganz nah ran und dann können wir den Riemen abnehmen und dann wird sie ausgeprägt. Und dann kommt der Riemen aus dem Fahrzeug. Der Motor muss jetzt hier aufgehängt werden und zumindest mit meinem Haken ist die Airbox hier im Weg. Also montieren wir die Airbox noch schnell weg. Die hat 6 Schräubchen, 3 an der Oberseite. Und nicht ganz rausdrehen, das sind unverlierbare Schrauben. Wenn sie locker sind, ist genau richtig. So weit müssen sie aber auch raus. Und die gleichen drei Schrauben gibt es auch nochmal unten. Das ist die mittlere Schraube unten, an die kommen wir am allerschlechtesten dran. Da noch eine. Dann kann die Box so weit weg. Filter machen wir mal raus. Und damit die Kamera ein bisschen mehr Platz hat, nehmen wir auch das Ding noch ab.
Für das Aufhängen des Motors schlage ich euch diese Konstruktion vor. Zwei externe stabile Böcke, dann einen Träger drüber und dann könnt ihr hier aufhängen. Eine normale Motorbrücke geht nicht, weil wir keine Kotflügel haben. Ford benutzt eine spezielle Dreipunkthalterung, die ist aber relativ schwer selbst zu bauen, also mit so einem Träger geht es auch. Wenn der Motor am Lager auf Zug kommt, hat er die richtige Spannung. Wenn der Motor mal hängt, können wir hier an den Halter dran. Die sitzen natürlich ziemlich starr. Der Lagerblock ist jetzt im Prinzip lose. Ich bekomme ihn nur nicht raus, weil er hier auf Stehbolzen sitzt. Also muss auch noch der Block hier raus. So, das Teil hat drei Schrauben, die können das alle genüsslich rausholen. Dann können wir die anderen drei Muttern abnehmen. Das muss jetzt alles ganz leicht gehen. Sonst fliegt der Motor in den Keller. Der hängt wunderbar. Und der ganze Motor hängt an unserer Spindel. Die Zahnriemenverkleidung hat ein paar Schrauben. Eine hier. 10er Schlüsselweite. Da hängt noch der Blech, das Blech vom Kabelhalter dran. So, das war mal die eine. Dann dem Etikett sitzt die nächste. Hier war die längere drin. Die nächste Schraube sitzt hier vorne. So ein Spreizdübel holt ihr am besten mit so einer Zange hier raus. Dann kommt das Kabel hier aus den Führungen. Mit irgendwie viel Gerüttel kriegt man dann die Verkleidung runter. Jetzt sind wir am Corpus Delicti. Das ist der Zahnriemen. Als nächstes muss jetzt das Gegenteil des Motorlagers am Motor entfernt werden. Hier und hier sind Schrauben. Kommt nur so dran mit dem Hebel. So, die ist mal lose. Die zweite Schraube kommt man super bei. Ich probiere es mal mit so einer Konstruktion. Tolle Konstruktion, oder? Ja, die ist auch lose. Hier unten hat der Halter noch zwei weitere schöne Schrauben. Okay, so geht's. So, nochmal umsetzen. So, jetzt können die ganzen Schrauben der Reihe nach raus. Wir haben zumindest alle Schrauben erwischt. Auch ein Vorteil, oder? Bevor wir das jetzt rausmachen, machen wir erst noch die untere Zahnriemenverkleidung weg. Das Kabel arbeitet da weiter raus. Einen Schritt weiter sind wir schon. Jetzt geht es unten weiter. Irgendwann ist das Kabel dann auch noch aus dem Zahnriemenschutzhausen. Jetzt können wir den Zahnriemenschutz komplett entnehmen. Zahnriemenverkleidung hat unten auch noch ein Schräubchen. Kommen wir auch gleich weg. Die Kurbelwelle blockiert er hier in der Mitte und dann könnt ihr hier die Schrauben aufmachen. Dann könnt ihr die Schrauben einzeln rausnehmen. Vorsicht, die haben auch noch U-Scheiben, wo man verlieren kann. Dann könnt ihr das ganze Rad abnehmen. Wenn die Verkleidung unten mal weg ist, kann jetzt auch das Lager raus. Um das Lager herauszubekommen, müsst ihr den Motor jetzt noch ein bisschen anheben.
dann greift er den Motor hier, zieht die ganze Geschichte nach vorne und dann kriegt er das Lager raus. Jedes Mal geht es einfacher. Und dann hat man es außen. An der Kupplungsglocke ist oben ein Gummistöpsel, den könnt ihr rausziehen. Und drunter ist ein Schauloch, wo man auf die Schwungscheibe schauen kann. Am Schauloch befindet sich eine Skala, die angibt, wie viel Grad die Maike vom OT ist. 0 Grad befindet sich genau in der vorderen Kante. Ihr seht, die Markierung auf dem Schwungrad, die muss jetzt genau mit der 0 Grad Maike an der vorderen Kante fluchten. Wenn der Schlitz genau in der vorderen Maike steht, dann steht der Motor auf OT. Wenn der Motor vorne am Schauloch auf OT steht, bin ich hier gerade so am gelben Zahn. Ich habe jetzt hier genau die Lücke nochmal präzise markiert, wo mein Blech trifft. Die Kurbelwelle ist hier eine weitere Markierung. Da könnt ihr einen Imbusschlüssel dran halten und dann könnt ihr nochmal schauen. Dann fluchtet die ungefähr zum Ende vom Gehäuse. Und genau an dem Ende habe ich mir noch zusätzlich einen grünen Punkt gemacht, wo man die Markierung deutlich sieht. So, außer der grünen Markierung oder dem Strich sind jetzt hier noch eine gelbe Markierung. Und die braucht man später beim Auflegen des Zahnriemens. Die Spannrolle hat hier eine einzige Mutter. 13. Und jetzt geht sie weg. Jetzt könnt ihr euch gleich merken, warum sie gespannt war. So, gespannt war es im Gegenuhrzeigersinn. Im Gegenuhrzeigersinn spannen. So, jetzt könnt ihr die Rolle vollständig rausschrauben. Und dann kann die Spannrolle raus. Jetzt kann der Riemen aus dem Fahrzeug. Nachdem wir uns jetzt an die Wasserpumpe rangearbeitet haben, lassen wir das Kühlwasser ab und dann können wir die Pumpe demontieren. Kühlwasser machen wir hier oben auf. Dann gibt es noch ein Entlüftungsventil hinten am großen Wasserschlauch zur Heizung. Das dreht auch ein bisschen auf, reicht schon, kann man es auch mit der Hand. Muss nur locker sein, braucht man nicht ganz rausmachen. Dann gibt es hier oben noch ein Ventil am Kühler. So, auch da machen wir es erstmal halblang und jetzt machen wir unten auf. Und die Ablassschraube Schlüsselweite 13 sitzt direkt neben dem Kühler. Schlauch drauf meine ich. Jetzt könnt ihr hier aufdrehen. Die Wasserpumpe sitzt an 4 Schrauben. Eine, da unten ist eine Mutter. 3. Und ganz unten drin ist nochmal so ein Teil. So, eine nach den anderen ausdrehen, bis sie draußen sind. Die Winde sind ziemlich lang. Eine. Jetzt kommt sie. Unten hat sie auch noch ein paar Schräubchen, beziehungsweise eine Schraube und eine Mutter. Die Schrauben sitzen immer so ein bisschen blöde drin, weil sie mit verklebt sind. Jetzt kommt noch die Bundmutter da hinten. Okay. Die Pumpe sitzt natürlich mit dem Klebstoff fürchterlich fest, da müsst ihr ein bisschen hebeln. Und wann kommt dann das Mischding raus? So, jetzt haben wir die Pumpe. So müssen wir alles trocken machen und dann können wir das Silikon wegkratzen. So, jetzt habt ihr jede Menge Vergnügen, bis das ganze Silikon da weggekratzt ist. So einfach wäre es mit einer Dichtung gewesen, aber fort, die tun was. Nachdem ich das meiste Silikon weggekratzt habe, schleife ich jetzt mal über die Oberfläche drüber. Grobe Schleifpapier genügt, allzu fein muss die Oberfläche ja nicht werden. Schon halten wir das alte Silikon weg. Ihr seht, das sieht einfach aus. Am Ende reibt ihr das Ganze noch mit Nitro ab, dass es auch fettfrei ist. Und jetzt kann die neue Pumpe verklebt werden. Die Wasserpumpen sind bei dem Auto nur verklebt,
Das heißt, wir machen jetzt auf die Pumpe hier in die Nut so eine 2,5 mm breite Wurst. Und da innen drin könnt ihr auch noch ein bisschen machen, vor dem Absatz. Haben wir auch noch dünn mit Silikon bestrichen, jetzt wird die Pumpe eingesetzt. Und dann muss ich ja erstmal auf den Stehbolzen drauf. Da unten kommt es auf den Stehbolzen, dann wird sie eingedrückt und dann sucht er möglichst schnell die gegenüberliegende Schraube. Dreht er die über Kreuz fest, in ganz kleinen Schritten, dass es schön die Dichtmasse rausdrückt. Und noch ein Gang über Kreuz. Werden die Schrauben leicht über Kreuz angezogen. Jetzt habe ich sie. 5 Newtonmeter und über Kreuz zuziehen. 5. Auf dem Zahnriemen sind insgesamt drei Markierungen. Eine weiße, eine gelbe und ein Stückchen weiter wieder eine gelbe. Zwischen den beiden gelben sind 48 Zähne und von dem gelben bis zum weißen sind weitere 6 Zähne. Der Zahnriemen muss nachher so aufgelegt werden, dass hier war die gelbe Markierung. Wenn da die Linie muss gerade so an der Kante des Zahns stehen, dann zählt der Zahn schon mit. Dann sind es bis zu der Kerbe im Kurbelrad gerade 48 Zähne und zwischen der Kerbe und der gelben Markierung, die jetzt blöderweise auf den weißen Strich vom Zahnriemen fällt, sind es weitere 6 Zähne. Beim Einbau des Riemens müsst ihr auf die Laufrichtung achten. Hier kommt er also so ins Fahrzeug und die zwei Maigen, die kommen unten hin und die kommt oben hin. So grob stimmt es mal, ihr beginnt aber unten an der Kurbelwelle mit dem Fädel. Jetzt liegt er unten auf der Kurbelwelle und jetzt geht er gegen Uhrzeigersinn nach oben. Einer hält unten fest. Hey, du bist noch drauf? Ja. Okay. Du immer noch drauf bist? Ja. Okay, dann lass mal los. Die Spannrolle wird so rummontiert, weil ihr müsst ja die Skala hier sehen. Die zeigt euch nachher die richtige Einstellung an. Dann gibt es hier einen blöden Eingriff. Ich nehme einfach eine Sägeringzange und da kommt der Bolzen. Die Rolle kommt so rein, dass die zwei Schlitze erstmal unten hängen. Jetzt wird schon eng zugehen. So sitzt erstmal die Rolle. Für die Spannrolle nehmt ihr auf jeden Fall eine neue Sicherungsmutter, aber die teuren, nicht die billigen mit dem Nylonstreifen, weil die müssen temperaturfest sein. So, die ziehe ich jetzt mal so an, dass sich die Rolle aber noch gut bewegt. Nur mal die ersten Gewindegänge. So ist sie gut. Fast kein Spiel mehr und sie greift. Im ersten Versuch spannt ihr den Dinger ziemlich stramm. Da drehen wir dann erstmal durch. Jetzt seht ihr am Zeiger, dass der Spanner maximal gespannt ist. Bevor wir den Motor durchdrehen, kontrollieren wir nochmal alle Markierungen. Man sieht, dass der gelbe Strich oben am Nockenwellerrad genau mit der gelben Maike stimmt. Auch an der Kurbelwelle stimmen die Striche jeweils mit den farblichen Markierungen überein. Das heißt, so ist er richtig. Jetzt ziehen wir den Motor mal mit dem stramm gespannten Riemen etliche Umdrehungen durch. So drehen wir den Motor jetzt 6-mal durch. Gut, einmal. Dreimal. So, wir kommen nahe der 6. Umdrehung. Dann stellen wir präzise auf OT ein, kontrollieren nochmal alle Maigen.
Ihr seht, die Markierung auf dem Schwungrad, die muss jetzt genau mit der 0-Grad-Marke an der vorderen Kante fluchten. Auch die Maige am Kurbelwellenrad fluchtet wieder exakt. Und auch hier stimmt unsere Bezugsmaige am Noggenwellenrad wieder präzise überein. Jetzt müssen wir die Spannung so einstellen, dass die genau fluchten. Die zwei Zeiger. Die Maigen fluchten, jetzt sind wir bei der richtigen Zahnriemenspannung. Da ziehen wir jetzt die Mutter noch fest. 20 Newtonmeter und gut ist. Nach dem Drehmoment schaut ihr nochmal und ihr seht, die Zeiger fluchten jetzt hier absolut. Da gibt es noch nicht einmal mehr was zu sehen vom hinteren Zeiger. Kann ja mal auf den Spannung gehen. Jetzt seht ihr, wie er sich da noch bespannt. Perfekt. Ihr dreht den Motor jetzt zur Sicherheit noch zweimal durch und dann kontrolliert er nochmal alles. Ich habe den Motor jetzt noch zweimal durchgedreht, habe nochmal alle Maigen angeschaut, jetzt auch die Zeigerstellung nochmal am Spanner. Das passt alles. Das Hexenwerk mit dem Zahnriemen ist zu Ende. Jetzt kommen alle Teile wieder ins Auto. Jetzt zieht der Motor wieder ein bisschen vor. Und dann geht der Lagerblock so rein. Bevor ihr jetzt den festschraubt, müsst ihr erstmal alle Schrauben wieder in die Kanäle reinbringen. Die da unten haben, da unten ein Loch, da geht es unten rein. Unten ist eine Aussparung im Längsträger. Könnt ihr die einsetzen. Wenn ihr jetzt alle in den Kanälen habt, Bauteil einsetzen und mal von oben her eine verschrauben. Bevor ich die anziehe, mache ich erstmal die Plastikverkleidungen drauf. In den Verkleidungen ist immer der Abrieb vom alten Zahnriemen drin. Die wischt er mal kurz aus, bevor er sie montiert. Wenn die Verkleidung richtig sitzt, geht das Schräubchen rein. Da war die lange Schraube drin. Können wir mal fast festmachen, aber nur fast. Wir schauen uns erst das ganze Teil an. Jetzt geht es oben weiter. So, jetzt kommt der obere Teil von der Verkleidung hier rein. Das Kabel müsst ihr dann hier führen, aber erstmal schauen, wo wir landen. Hier werden dann beide miteinander verschraubt. Kommt hier oben durchs Loch durch. So, hier kommt das Blech mit den ganzen Haltern auch noch unter die Schraube. Das heißt, die Verkleidung und dann könnt ihr die Schraube festmachen. Wenn die an ihrem Platz sind, könnt ihr die anziehen. Hier müsst ihr unten das Blech gegenhalten, sonst dreht es sich jedes Mal. Und die auch fest. Und dann noch das eine Schräubchen unten. Den Kabelkanal müsst ihr jetzt hier wieder runterklipsen. Könnt ihr auch so ein Instrument nehmen. So überall drunter stecken unter die Verklipsungen. Die Schrauben von dem Lagerblock müsst ihr anständig anziehen. So in die Richtung kommt's. Dann überkreuzt die untere. Okay. Stahlkonstruktion zum Einsatz. Alle schön in mehreren Durchgängen. Gut anziehen. Ja. Passt. Okay. Dann setzt er die Stütze da wieder ein. Lassen mal wieder ab, wir hatten ja ein bisschen zu viel Spannung, dann bewegt er sich auch besser in die Löcher rein. Seht ihr, jetzt kommt es hier wunderbar. Zur Sicherheit können wir jetzt alle Muttern einsetzen. Hier waren die ohne beweglichen Bund. Dann zieht er die ganzen Schrauben, oder das sind ja Muttern, wieder der Reihe rum fest. So, die fängt auch an zu ziehen.
die Schraubenzieher natürlich ordentlich fest, sonst fährt der Motor auf der Straße. Und auch die Muttern am Träger. Damit hat sich auch die Sache mit dem Träger erledigt. Jetzt kann der Motor wieder aus eigener Kraft hängen. Nichts ist runtergefallen, hat also funktioniert. So kann der Träger wieder langsam raus und dann wird er vors Fahrzeug gelegt. Die Kupplungsglocke wird gerade so eingesteckt, das war es auch schon. Wenn er das Rad jetzt aufsetzt für den Keilriemen, ist hier ein kleines Loch. Und hier ist der Pin dazu. Dann kommt das Rad da rein. Aufpassen, dass er nicht den Rollgeber zerschlagt. Und jetzt rascht es ein. Jetzt zieht sie mal so weit fest, wie das geht. Für den Anzug mit 20 Newtonmeter blockiert er wieder die Kurbelwelle. Da hält er sie gegen. Und dann kriegt sie mit 20 Newtonmeter an. Und die dritte. Okay. Dann kann auch der Keilrippenriemen mit ans Auto. Ich bin gerade nur unten rum. Also die Lichtmaschine hier nach außen drücken. Ich nehme dafür so einen 0,5 Zoll Hebel. Und jetzt könnt ihr die hier schön auf Spannung bringen. Ihr spannt die Maschine mit dem Hebel und dann hier mal blockieren. Die Keilrippenriemenspannung ist richtig, wenn ihr so 5 bis 7 mm durchdrücken könnt. So, dann zieht er die Lagerschraube und die zweite Stellschraube der Lichtmaschine noch an. Die zieht er dann auch noch an und jetzt kommt noch die letzte da hinten. Die hat aber eine andere Schlüsselweite, muss gegengehalten werden. Einer von oben, einer von unten. Den Luftfilter wieder in die Airbox einlegen. Die Airbox auf den Schnorchel, hier einklipsen, das Ganze zumachen. Jetzt kommen natürlich die beliebten Schrauben unten. Immer erst das Gewinde suchen. Die Innenverkleidung kommt jetzt so wieder rein, da habt ihr allerdings euer Vergnügen, bis sie unten eingefädelt ist, aber so rum einsetzen. Und jetzt ist sie drin. Dann sind es jetzt 8 Schrauben. Wir beginnen mal mit der hier, Nummer 1. Okay, die zweite am Bremsschlauch haben wir auch. Die können wir noch ein bisschen weiter reindrehen. Und davon am Wischwasserbehälter ist die dritte. Halt, die ziehen wir gleich fest. An die kommen wir nicht mehr dran. Im Kotflügel drin sind auch noch 2 Schrauben. Und sitzt auch noch so ein Mischding. Sitzt auch noch eine. Na, das war eine tolle Konstruktion. Hier von unten ist auch noch eine. Jetzt können wir, das war die letzte, jetzt können wir die anderen alle festziehen. So ein langer Schraubenzieher hat doch seine Vorteile. Ja. Jetzt muss das Fahrzeug wieder so hoch, dass wir das Rad installieren können. Das reicht. Dann führt er das Rad wieder in den 2 Stiften ein. Dann die Radschrauben drauf. In der Stellung mal so fest wie es geht. Finalen Anzug machen wir, wenn er auf dem Boden steht. So, können wir auch wieder auf seine Räderchen ablassen. Die Keile können natürlich auch wieder raus, sonst rumpelt es immer so beim Anfahren. 90 Newtonmeter einmal über Kreuz, dann hält das Rädchen auch wieder.
Hier unten haben wir eine Kerbe und genau da muss er wieder aufgesetzt werden. Jetzt können wir die Batterie auch wieder anklemmen. Hat er diesen praktischen Schnellverschluss. Das heißt einfach hier einmal Klick und das Ding ist schon wieder drauf. Die Schraube am Kühler müssen wir vom Befüllen natürlich zumachen. Aber nur leicht anziehen, das Ding ist aus Plastik. So schnell wie die kaputt ist, könnt ihr gar nicht schauen. Müssen jetzt beide Entlüftungsventile, also das hier, offen sein. Und auch das Ventil am Heizungsschlauch. Das Kühlmittel ist das gleiche wie für VW. Könnt ihr also bei BASF oder generell was als G12 im Handel ist, kaufen. Und ich habe es hier schon mal vorgemischt, so ungefähr 40 bis 50% Kühlmittelanteil. Dann füllt er ganz langsam ein. Die ersten 1,5 Liter versickern im System, ohne dass ihr irgendwo schauen müsst, wo es rauskommt. So, wenn die zweite Dose, also mal 3 Liter drin sind, wird so allmählich interessant. Jetzt steht der Behälter schon in der Nähe von Maximum. Wenn er mal so weit auf Max steht, mache ich das Ventil am Kühler zu. Jetzt können wir auch mal schauen, ob der Kleine noch läuft. Alle Kontrollleuchten bis auf die Handbremse und der Sitz gehen aus. Wunderbar, Geräusch ist gut. Jetzt lassen wir mal ab warm laufen. Die Temperaturanzeige beobachten beim Warmlaufen und schauen, wie der Flüssigkeitsstand verschwindet. Allein der erste Startversuch hat uns schon jede Menge Kühlmittel gekostet. Füllen wir jetzt erstmal nach, bevor wir den dann warmlaufen lassen. So, nachdem der Motor wieder kalt ist, schauen wir mal, was fehlt. So viel Luft war noch im System, das füllen wir jetzt langsam nach. Jetzt prüfen wir unten nochmal, ob diese verklebte Wasserpumpe auch wirklich hält. Funktioniert. Dann ist auch diese Reparatur wieder beendet. Ihr habt gesehen, so ganz einfach war es nicht. Aber mit dieser Anleitung bekommt ihr auch das hin. Also, tschüss, bis zum nächsten Video.